Also insgesamt werden wir 90 Plätze haben, der Tag der offenen Tür, da kann geschaut werden, da kann sich das Objekt angeschaut werden, was zu dem Zeitpunkt möglich ist. Auch wir sind immer auf der Suche nach Personal. Zum Kindertag wird in Cottbus eine neue Kita, eine evangelische Kita eröffnet. Ich frage erstmal, was ist das Besondere und wo vor allem wird sie eröffnet? Also das Besondere ist natürlich, dass es selten bisher einen Neubau in Cottbus gegeben hat. Und wir freuen uns total, dass es also wirklich gelungen ist, mit der GBC gemeinsam diesen Kita-Neubau als Bau zu machen. Und wir natürlich auch mit dem evangelischen Schwerpunkt diese Kita am 1. Juni passend zum Kindertag eröffnen können, nach 2 Jahren Bauzeit. Das wird in der Rostocker Straße 3 sein, das ist in Cottbus-Ströbitz. Der eine oder andere kennt das, ist der alte Standort vom Cottbus-Kolleg. Und dort sind wir also ganz präsent in einer schönen Ecke eingebunden. Ich wollte gerade sagen, es war ja auch ein langer Werdegang jetzt. Es musste ja auch immer was verschoben werden. Wie sah da so der Werdegang aus? Der Plan hat natürlich im Vorfeld schon einiges an Zeit gekostet, um sich einig zu werden, wo, wie, was baut man. Natürlich sind die Wünsche bei einem Neubau entsprechend groß. Es gibt da viele Dinge, die in den Wunschlisten ganz oben standen, aber die natürlich dann einfach auch den Preisen geschuldet, den Gegebenheiten geschuldet, nicht alle realisiert werden konnten. Aber es war immer ein ganz intensives Miteinander zwischen der GBC, den entsprechenden Baubetreuenden und den Kita-Arbeitsstellenbetreuenden. Und ich glaube, es wurden immer gute Kompromisse gefunden und eine Lösung, die für alle beide Seiten tragbar war. Es war für alle eine Herausforderung, weil ich glaube, die GBC hat noch nie eine Kita gebaut und wir waren noch nie mit einem Bauherrn zusammen. Wir sind ja in dem Fall, sage ich mal, Erzieher, Erzieherinnen, die damit arbeiten. Und das war natürlich für alle Seiten sehr, sehr spannend, diesen Prozess. Corona-bedingt mussten wir mehrfach nach hinten schieben, weil natürlich, wie überall bekannt, Dinge dann also nicht stattfinden konnten. Entsprechend sind wir jetzt total froh, dass wir volles Jahr Kindertag am 1. Juni 2021 die Grundsteinlegung hatten und am 1. Juni 2022 endlich den Kita-Betrieb aufnehmen. Wunderbar, die ersten Kinder sind angemeldet. Mit wie vielen Gruppen oder wie vielen Kindern wird gestartet? Für wie viele Kinder hat denn die Kita überhaupt Platz? Also insgesamt werden wir 90 Plätze haben, davon 60 Kindergartenplätze und 30 für die Kita, für den Krippenbereich. Und es ist erstmal mit einer Gruppe der Start. Also es fängt peu an, sukzessive werden die Gruppen dann gefüllt. Das braucht ja alles auch seine Zeit, um sich erstmal in so einem neuen Objekt einzufinden. Und ich kann jetzt die konkrete Zahl nicht nennen, wie viele Kinder an dem Tag da sein werden am 1. Juni, aber es ist halt eine kleine Gruppe, die jetzt sich schon im Vorfeld in einer anderen Kita gefunden hat und dass die entsprechenden Erzieher und die Kinder dann am 1. dort in das neue Haus ziehen. Ich wollte gerade fragen, Erzieher gibt es auch oder werden immer noch benötigt? Natürlich ist das Thema überall präsent. Auch wir sind immer auf der Suche nach Personal und es gibt halt Fluktuationen und grundsätzlich immer die Möglichkeit, sich bei uns auch mit einer Initiativbewerbung zu bewerben in der evangelischen Kita-Arbeitsstelle. Und für die neue Kita haben wir jetzt natürlich erstmal für den Start neue Mitarbeitende. Und trotzdem ist es immer schön, wieder jemanden in den Gruppen begrüßen zu dürfen. Wie sieht denn der Kostenfaktor aus? Also es ist so, dass es ein insgesamt Volumen von 3,5 Millionen gegeben hat seitens der GBC für das Objekt. Davon sind 1,2 Millionen über eine ELB-Förderung gelaufen. Und es ist also eine Vereinbarung getroffen worden zwischen der GBC als Bauherrn und dem evangelischen Kirchenkreis als Nutzer, als Pächter-Mietvertrag. Wir haben einen 29-jährigen Mietvertrag abgeschlossen und werden also in der Zeit gemeinsam dieses Objekt nutzen. Und die Kita heißt wie, beziehungsweise was bedeutet denn Tatsache der Name? Die Kita heißt Nomi. Das ist also ein sehr althebräischer Name und im übertragenen Sinne wird er heißen oder kann man übersetzen mit eine Freude machen. Und das ist für uns dann, glaube ich, sehr deutlich, das Statement, wir machen eine Freude für die, die da arbeiten, für die Kinder, die dorthin kommen, für das ganze Wohngebiet. Also es soll wirklich auch Freude nach außen zeigen. Ja, und jetzt steht nochmal der Tag der offenen Tür bevor. Und wir würden uns total sehr freuen, wenn wir jetzt viele Interessierte sich am 31. Mai auf den Weg machen zwischen 15 und 17 Uhr. Der Tag der offenen Tür, da kann geschaut werden, da kann sich das Objekt angeschaut werden, was zu dem Zeitpunkt möglich ist. Und dazu laden wir herzlich ein.